Und ich übergebe weiter an die Norddemo. Ein kurzes Update. Ja, eben gerade, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ist der Rest der Norddemo auch angekommen mit den Bussen. Wir freuen uns riesig, jetzt zu euch dazugestoßen zu sein. Es war ein richtig toller Aktionstag und ein guter Auftakt, gegen den Kampf gegen LNG ernst zu nehmen und auch in zivilen Ungehorsam hier auf Rügen zu vertreten. Wir sind heute Morgen relativ früh losgegangen zur Bahn und sind dann nach Lietzow gefahren und von da aus ziemlich weit über Wald und Flur und haben einige Vögel gesehen, aber sonst nicht viele Leute. Wir waren trotzdem kämpferisch und bunt unterwegs. Wir hatten Gummitiere und weiße Anzüge und ganz viele Sprechgesänge und ein Lauti und hatten wirklich eine gute Zeit. Dann haben wir eine Zwischenkundgebung gemacht beim Lager, wo richtig viele große Pipeline-Bausteine gelagert haben. Und dort waren wir besonders laut. Auf den Bausteinen hat man noch gesehen, dass da schon mal eine Gruppe war vor ein paar Wochen, die da ein bisschen Farbe rangebracht haben an diese blöden Teile. Und da haben wir so eine kleine Performance gemacht mit so einem riesigen X. Also es gab Stoffbahnen in Hell-Türkis, die so nach oben gehalten wurden. Dazu gab es dann auch ein bisschen Pyro. Vielleicht sind die Stoffbahnen auch noch da. Vielleicht rollen wir die nochmal aus. Ja, da hinten könnt ihr sie sehen. Die haben wir mitgebracht. Und als wir da so schöne Bildchen gemacht haben, da hat sich eine kleine Gruppe entschlossen, auch nochmal einen Banner auszupacken und die Straße zu blockieren. Das war ein ganz besonders schöner Moment heute. Da haben wir nämlich auch die Polizei ganz schön mit überraschen können. Und irgendwann sind wir dann alle weitergelaufen zur Abschlusskundgebung, die wir auch an einem schönen Strand gehalten haben. Und dann sind wir mit den Bussen hierher gefahren und leider haben wir uns da verlaufen. Also wir sind richtig zum komplett falschen Strand los und haben aber nochmal in der Fußgängerpromenade richtig schön Stimmung gemacht und den lokalen Widerstand mobilisiert. Das war auch ein ganz besonderes Erlebnis. Bis die Polizei uns dann leider aufgehalten hat und gesagt hat, nee, hier ist aber nicht eure Kundgebung, auf den Strand dürft ihr nicht. Genau, wir freuen uns, dass wir jetzt hier sind. Ich glaube, das war ein großer Tag in der Anti-LNG-Bewegung. Der Widerstand wird weitergehen und ich glaube daran, dass eine andere Welt möglich ist. Klimaschutz bleibt leider Handarbeit, aber deswegen sind wir ja hier. Vielen Dank. Hammer, vielen, vielen Dank.